Passiert hier irgendwas? Ach nee, okay. Ich dachte, es wäre schon wieder so ein Loch, was er irgendwie macht. Hä? Ich hab'n... Oh nein. Oh Gott. Ja, schön. Ja, wir wissen ja, wie es geht. Langt das, wenn ich das... Oh, 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 oh. Nein. Wenn ich jetzt vorgehe, dann boxt er mich um. Ich kann es überspringen. Will ich aber gar nicht. Okay. Das heißt, wenn ich vorgehe, geht das Vieh auch einen vor. Wenn ich jetzt darüber gehe, geht es da vor. Wenn ich jetzt hintergehe. Wenn ich jetzt darüber gehe. Okay. Okay. Moment. Das heißt, ich meine, ich werde es in dem Zug jetzt bestimmt nicht mehr schaffen. Aber der dreht sich doch dann eigentlich... Ja. Okay, ja gut. Jetzt habe ich keine Züge mehr, aber ich habe zumindest rausgefunden, wie man das schaffen kann. Das heißt, ich gehe erstmal zur Seite und gehe dann wieder rüber und gehe dann vor und gehe dann vor und das ist falsch, weil ihr werdet es gleich sehen. Jetzt wäre nämlich der unser Gegenüber auf dem Ziel. Nee. Kacke. Ei, da muss man überlegen und so. Aber wenn ich jetzt vorgehe und dann rüber und dann nochmal rüber und wieder zurück und rüber, dann ist wieder alles Arsch. Ach komm. Ich... Was? Ja, ich will's neu starten. Das macht ja so keinen Sinn. Ja, verdammt. Moment mal, also ich gehe... Ja, nee, dann kann er sich nicht mitbewegen. Das ist blöd, weil das bricht mir dann das Genick. Wobei, nee. Dann wieder so. Und vor. Ja, nee, ist genau das, was ich meinte. Verdammt. Ist genau dasselbe, was ich vorhin schon gemacht habe. So. Na. Okay, heißt ich vor. Vielleicht so. So. Vor kann ich nicht. Ich kann eigentlich nur noch mal zur Seite. Und wieder so. Und dann vor. Nee, jetzt bin ich tot. Aber Moment mal. Also ich gehe vor, gehe rüber und noch mal rüber. Und wieder zurück. Noch mal rüber. Darüber, hier rüber und habe keine Chance, das so irgendwie zu machen. Oh, Leute. Ernsthaft jetzt? Ich versuch's nochmal. Ich will das nicht überspringen, das ist lahm. Ich gehe rüber und vor. Wieder so, 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 so und so. Jawohl. Na, mit ein bisschen Überlegung kriegt man das doch gut hin. Ach, das war's. Ich dachte, jetzt kommt noch eins. Ist ja schade. Mann, jetzt habe ich gerade mich in Rätselstimmung gebracht und jetzt wollt ihr dann wieder, dass ich rummetzel. Das ist doch, Mann, gemein. Fieses Spiel. Da hinten sind
Böse große Viecher, ich lauf weg. Yeah. Dieses Geräusch. Oh, guck mal, die Dinger sehen jetzt anders aus. Die sind gar nicht mehr so vertrocknet. Ich glaube, wir dringen so langsam ins Herz vor. Ja, komm, Flasche. Da ist ja auch die Herzkönigin. Oh Gott, nein. Also ich meine, ich laufe lieber in ihrem Herz rum, als in ihrem Darm oder so. Aber, es ist trotzdem einfach nur falsch. Konnichiwa, Bitches. Und gute Nacht. Nein, was passiert? Was? Der Zug. Holy shit. 52 heb auf. Hat das irgendwas mit Kartenspielen zu tun oder so? Oder mit sonst irgendeinem Spiel? Also so ein Nicht-Videospiel. Soll es ja auch geben, beziehungsweise. Na, jetzt ist wieder vertrocknet hier. Und ja, ich versuche da immer irgendwie Dinge rein zu interpretieren. Gerade bei dem Spiel kann man einfach so viel ruminterpretieren. Da kann man sich echt. Da wird man echt bekloppt. Haha, schau mal da hinten, das hatten wir auch lange nicht mehr. Bilde ich mir ein. Kann auch daran liegen, dass ich immer so große Pausen mache zwischen den Aufnahmen. Darf ich keine laut Zeit husten? Zu verlieren. Aber meine Stimme schmiert mir langsam ab. Momentchen. Ja, gleich, Moment. Das ist nicht fair, wenn ich gerade am Husten bin und jetzt kann ich mich gar nicht mehr richtig einpegeln. Komm, ich will nicht diese Waffe. Ich will erstmal irgendwo an den Rand, damit ich meine Ruhe habe. Hm? Was war das denn? Ach nee, du warst doch hier im Unterwasser-Gedönse-Level. Und er. Och nee. Ich erinnere mich. Heilige. Ich muss erstmal laufen. Ich muss erstmal irgendwie. Und auch hier Waffe wechseln. Nein! Nein, ihr schubst mich hier nicht runter. Ihr nicht. Die wehren das einfach ab. Verdammt nicht. Wie war denn das bei denen nochmal? Hört auf, eure Bomben nach mir zu schmeißen. Hört auf, euch nach mir zu schmeißen. Ach nö. Ich hätte nicht Erfolg. Ich hätte einfach nur überleben sollen. Man muss tatsächlich einfach nur überleben. Ja, ich tröne nie und ich habe den Zug auch gerade wegfahren sehen. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Aber dass man einfach nur überleben muss, das ist ja total lame. Ich dachte, ich muss die irgendwie wenigstens kaputt hauen. Eventuell sogar noch unter Zeitdruck. Sehr doof. Und eine Bonusrose, als hätten wir sie irgendwie nötig, aber. Diese Augen. Das erinnert mich an ganz alte Zeiten. Schlimme Zeiten. Schlimme, schlimme Jugendsünden. Oh Gott. Na gut, dann hoppeln wir wieder zurück. Beziehungsweise dahin, wo wir eigentlich lang sollen. Unserem Leiden irgendwann mal ein Ende zu bereiten hier. Allmächt. Ich habe ein Schweinchen gesehen. Na? Na? Lad doch. Ist heute ein bisschen langsam, die gute Playstation. Ja, ich sehe doch schon. Ich sehe das doch schon. Ich weiß doch, was du willst, Spiel. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Ach nee, ist ja einer hier mit. Wow, was, hallo? Ach, okay. Andere Waffe. T-Kanone blöd. Also T-Kanone in gewissen Situationen sehr, sehr nützlich, aber T-Kanone generell einfach ist der blöd für normale Mobs. Au! Ja, ich will doch gar nicht hoch. Ich wollte die doch jetzt eigentlich kaputt hauen. Na komm, zeig dein Babyface. Du auch. Dankeschön. Ja, lasst eure Zähne in der Luft hängen.
Gut, was wird das hier? Beziehungsweise erstmal da unten noch so ein bisschen rein. Ja, ich sehe. Wie Sie sehen Sie nichts und so. Moment. Hebel da. Wo da? Da. Nee. Nee, da ist kein Hebel. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da kein Hebel ist. Da ist. Das sind unendliche Weiten. Aber kein Hebel. Gut. Erstmal hier aufräumen. Das kann man ja nicht lassen. Hier überliegen die trockenen Popel rum und Schweinennasen in den Wänden. Mal gucken, was die macht. Oh yay. Oh yay. Okay. Also eine Plattform hätte ich drauf verzichten können, aber das Körbchen nehme ich gerne mit. So, was ist jetzt hier eigentlich, was sollen wir hier eigentlich tun? Wo sollen wir hin und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, ich muss da oben hin. Nein, Quatsch. Halt, da oben ist bestimmt der Hebel, den die meinten. Das heißt, ich muss irgendwie es schaffen, da drauf zu kommen. Wie soll ich das denn machen? Ernsthaft? Wie? Wie soll ich da hochkommen? Arg! Oh, gibt's hier was? Oh ja! Ist zwar bestimmt nichts, was mir jetzt hier irgendwie weiterhilft, aber... Ich will da hin. Ja. Hallo, triff doch mal. Rückwärts hier. Rechts. Ja, so könnt. Ja, auch noch nicht so ganz. Oder hat das jetzt funktioniert? Ja, hat. Oh, cool. Gut, jetzt muss ich nur. Nein, die Plattform. Oh Gott. Oh. Ich will auf dieser Plattform nicht sein. Die bewegt sich viel zu schnell. Viel zu schnell. Das nicht gut. Flasche. Wie? Schon wieder alles. Och komm, ihr hättet mir ruhig irgendwas dahin tun können, damit das irgendwie einfacher ist. Nein. Nein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich setz nochmal anders an. Ich muss mir nur erst überlegen, wie ich hier ansetze. Das jetzt einfach mal umgekehrt versuche. Damit ich hier quasi irgendwie ein bisschen Vorlauf habe oder so. Oder komme ich irgendwo hoch? Ja, komm, Platz mal, dann kommt das Ding ja wieder runter. Das ist viel zu schnell. Das bringt mir gar nichts. Ja, guck. Jetzt. Hä? Oh, toll, toll. Alles ganz klasse gemacht, einfach. Ich habe mich jetzt schon gefreut über meinen unerwarteten Erfolg. Und du machst mir alle einfach... Du sagst ja nicht mal was, du fällst einfach nur... Mann! Mein Hirn ist überfordert mit diesem Spiel. Ich meine, ich weiß, ich kann hier runter. So, und ich... Aber ich krieg ja nicht beide gleichzeitig runter, so. Nee, Moment. Ja, das macht... Ich glaube, die Idee, die ich gerade hatte, war... total dämlich. Ah! Ah!
Aha, okay. Also der Grund, warum ich runtergesprungen war, der absolut falsche. Aber dadurch habe ich die richtige Lösung gefunden. Hahaha. Ja, Mensch. So wurde auch die Cola erfunden. Um es nur nochmal gesagt zu haben. Und bestimmt auch viele andere mehr oder weniger sinnvolle Dinge. Ja, Menschenskinder, hab ich heute einen Dusel. Ich glaube, das ist einfach die Kunst zum Glücklichsein. Wenn man irgendwie mal den Verstand nicht hat, irgendwas richtig zu machen, muss man einfach Glück haben. Deswegen heißt ja auch glücklich sein. Aha. Ach Mensch. So. Und jetzt das Spiel nochmal so wie vorhin, glaube ich. Ei. Und Alice sagt natürlich wieder kein Wort, ne? Und ömmelt sich dann drüber ab, wie ich hier am Rätseln bin und am Fluchen. Ne? Genau wie ihr. Ihr seid doch alle gleich. Alle. Ihr seid alle wie Alice. Und ich habe immer noch kein gutes Gefühl. Katze? Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Ja, ich habe auch gerade nicht gemerkt, dass ich den Weg gefunden habe. Oh, yay, mehr Puzzeln. Okay, gut. Ich versuch's einmal, wenn ich es dann nicht irgendwie, dann nächste Aufnahme, weil ich bin müde. Okay. So kann ich da schon mal vorbei. Wenn ich jetzt... Verdammt. Wenn ich darüber gehe... Müsste ich danach nochmal darüber gehen. Um danach darüber zu gehen. Um dann rüber zu gehen und rüber zu gehen und zu merken, dass das Bullshit war. Oh, doch nicht. Ernsthaft? First try? Noch eins. Aber warum nicht? Okay. Ich hab's unerwartet schnell geschafft. Wahnsinn. Und die Tür hat sich geöffnet. Aber ich glaube, wir gehen da erst beim nächsten Aufnahmegedöns rein, weil ich echt im Eimer bin und ich das ganze Zeug jetzt noch rendern und hochladen und so weiter darf und mir lustige Thumbnails und Titel einfallen lassen darf. Und das nächste Mal, das war gerade an meinem Kopfhörer. Ich dachte gerade eben, oh Gott, das ist schon wieder ein komisches Geräusch. Nein, das war mein Kopfhörer. Alter. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich dann auch wieder im Auswahlbildschirm. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, je nachdem, ob ich es vorher noch lese, vor der nächsten Aufnahme, welches Outfit ich mal tragen soll, oder im Zweifelsfall trage ich einfach mal das normale Standard-Outfit, beziehungsweise nehmt die mal alle durch. Naja, wir werden sehen, ne? Ihr habt's in der Hand mit. Ihr könnt Vorschläge bringen, jederzeit, immer, auch wenn ich euch nicht dazu aufrufe. Da. Gut, dann nicht so viel labern und abschalten. Ne? Bis dann.